Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video von Talk to Experts. Ihr stellt die Fragen und unsere Fachexperten antworten. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert jetzt unseren Kanal. In diesem Video zu unserem Siemens Additive Manufacturing Network geht es um die 3D-Teile-Qualifizierung. Beginnt mit der 3D-Teile-Qualifizierung. Also als Einkäufer von AM-Teilen an der Stelle starte ich einen neuen Auftrag, indem ich mein 3D-Modell aus dem Workspace oder meinem Dateisystem oder direkt aus dem Teamcenter von Siemens hochlade. Unser System unterstützt fast alle gängigen Dateiformate, sodass die sofort mit der Bearbeitung der Teilebestellung beginnen können. Nach der Bauteilauswahl können der Bestellung Mindestspezifikationen und Bestellinformationen beigefügt werden, weil der Kunde oder der Einkäufer muss nicht in der Lage sein, alle Spezifikationen mit beizugeben. Es reicht, dass das Material beispielsweise und der Zweck des Bauteils mit angegeben werden. Mit dem integrierten 3D-Viewer, den Sie jetzt sehen, kann ich das Teil virtuell betrachten und einige automatisierte Überprüfungen durchführen, zum Beispiel die Netzvalidität des geladenen Bauteils überprüfen, die Prüfung auf kritische Wandstärke anzeigen lassen und auch eine Prüfung auf minimale Distanzen innerhalb des Bauteils. Ich kann das Teil bei Bedarf dann auch neu ausrichten und es für die erfolgreiche 3D-Produktion vorbereiten. Fortgeschrittenere Spezifikationen können in den speziellen Feldern für die Registerkartentechnologie, Nachbearbeitung und Qualität oder aber als Anhang mit einer Zeichnung, technischen Spezifikationen, Qualitätsprüfverfahren für das Bauteil etc. beigefügt werden. Das ist dann quasi das Futter für den Lieferanten, um die Produktion dahingehend auszurichten und auch die Parameter im Druck zum Beispiel dahingehend anzupassen. Als neue Fähigkeit unterstützen wir im ARM-Netzwerk nicht nur additive Fertigungstechnologien, sondern auch die CNC-Bearbeitung ist möglich zu nutzen oder in den Workflow zu starten. Wenn ihr noch mehr Fragen an unsere Fachexperten habt, dann lasst uns gerne einen Kommentar da.